Braucht nicht wirklich einen NAV-Computer, um zu funktionieren, oder? Wenn es dir nichts ausmacht, in einem schwarzen Loch zu enden, nein. Toll. Ich nehme an, zur Brücke ist es noch ein ganzes Stück. Hey, wenn es einfach wäre, wäre der Computer längst weg. Soll ich rausfinden, wo die Brücke ist? Oh, Waka! Das Ding fällt total auseinander! Warum, glaubst du, haben wir aufgehört, es auszuschlachten? Niemand dachte, dass sich das Risiko lohnt. Außer dir. Es ist ein kalkulierbares Risiko. Und ich kann gut rechnen. Reaktor? Thank you.
Ach, wie es aussieht, ist der Weg zur Brücke versperrt. Vielleicht, wenn wir den Reaktor anwerfen. Ich muss das Schiff irgendwie mit Energie versorgen. Ich glaube, ich bin irgendwo am Reaktor. Das ist wohl die beste Möglichkeit. Du musst ihn vermutlich schrittweise aktivieren, von unten nach oben. Wenn er überhaupt noch funktioniert. Na gut, das wärmt ihn schon mal vor. Okay, der Reaktor läuft. Mal sehen, ob wir den Rest des Schiffes hochfahren können. Sollten wir in den Kontrollraum gelangen. Ich glaube, ich bin gleich da. Das ist toll. Ja. Geht's dir gut? Hä? Oh, ja. Ich repariere nur die Bahnbrecher. Beeil dich, ja? Ziemlich alt. Irgendwie muss man doch den Lift rufen können. Der Turbolift läuft auch. Sieht sicher aus. Vielleicht. Lohnt sich das?
Wacker, ich bin da. Oh, ja, perfekt. Der NAV-Computer ist in der Konsole. Aha. Ich krieg das nicht auf. Braucht wohl eine Autorisierung. Alles klar. Autorisierung gewährt. Jetzt muss ich nur noch den NAV-Computer schnappen und... Die sind von Serik Bash. Wie haben die uns gefunden? Nix. Nehmen wir uns das Ding und verschwinden. Sofort. Das sieht aus wie ein NAV-Computer. Sei nicht sauer, Kay. Ich meine, ich wusste, was sie braucht. Sie hat viel durchgemacht. Ich habe sie repariert. Du willst mich töten für ein Schiff? Nein. Für die Bahnbrecher. Serik Bash wollte dich lebendig. Aber das ist mir zu riskant. Sehe ich auch so. Bail, oder? Falls es ums Liros Schiff oder die Rebellen geht, das ist alles nur ein Missverständnis. Mir egal. Ach, hörst du doch zumindest mal an. Genug. Ergib dich einfach. Wer bist du? Lauf. Ich sagte, lauf. Wessen Droide war das? So kann es nicht weitergehen. Von jetzt an gibt es nur noch dich und mich, Nix. So wie es sein sollte. Noch ein Jäger ist, der hinter meinem Kopfgeld her ist. Und ist es so hoch? Wegen eines gestohlenen Schiffs? Wir müssen das Todesmal loswerden. Und zwar schnell. Wir müssen hier verschwinden. Sie wird bestimmt jeden Moment kommen. Hast du das gehört, Nix?
Kay Vass. Endlich treffen wir uns. Wer bist du? Es war schwer, dich zu retten. Ich möchte dich nicht töten. Hast du einen Namen? Jaylen Vrax. Und du bist ins Lyros-Anwesen gelangt? Ohne die hier? Woher hast du die? Das ist mein Job. Geheimnisse, Kontakte, Kredit. Bei mir läuft alles zusammen. Dank Farrick. Das ist wirklich Slyros Anwesen, oder? Mhm. Darin enthalten sind die Pläne eines Tresorraums voll mit 157 Millionen Kredits in unmarkierten Beskar-Barren. Und ich bring dich da rein. Aha. Hast du einen Druidenschmied, der den Torwächter lahmlegt? Genug Sprengstoff, um das Chromium-Zeitschloss zu sprengen? Und noch dazu? Hat Slyro nach deinem letzten Besuch alles gesichert. Du brauchst zwei Hacker, um reinzukommen. Reinkommen. Rauskommen ist schwer. Ohne Nix Hilfe wäre ich jetzt tot. Du brauchst einen Vollstrecker. Man braucht eine ganze Crew. Das stimmt. Und die halbe Beute kannst du aufteilen, wie du willst. Dieser Plan ist lebensmüde. Na, du bist doch schon längst tot, Kay. Slyro leitet das berüchtigste Syndikat, das ich kenne, und er will deinen Kopf. Du willst leben? Wehr dich. Raub ihm sein Geld und kauf dich frei. Einfach so. Es gibt einen Grund, weshalb man sich nicht gegen jemanden wie Slyro wehrt. Überleben. Ganz genau. Ich für meinen Teil kämpfe nicht länger um die Brotkrumen von reichen, überheblichen Tyrannen wie Slyro. Das ist unsere Chance. Wir werden ihn erledigen. Gemeinsam. Du magst den Kerl echt nicht. Ich versuche nur, das Blatt zu unseren Gunsten zu wenden, Kay. Was sagst du? Bin dabei. ND5 hat die Liste. Finde die Crew. Heuer sie an. Oh, und fall mir nicht in den Rücken. ND ist programmiert, um das zu verhindern. Du machst das schon. Du glaubst das? Ich glaube, wenn du den Plan befolgst, wird niemand verletzt. Klasse. Jaylens Kuh muss funktionieren. Serik Besh kann uns nicht finden, wenn wir einfach untertauchen. Hey, wie ich höre, hattest du Probleme wegen eines Aufnahmegeräts bei Makal. An deiner Stelle wäre ich mit der Verbreitung solcher Gerüchte vorsichtig. Das ist kein Gerücht. Er hat's gefunden. Nein, ich hab's gefunden. Gern geschehen. Danke. Du hast mir eine Menge Ärger erspart. Ich würde sagen, Crimson Dawn schuldet mir was. Also, was sind hier die Regeln? Wie gehen wir das an? Du hintergehst Jaylen nicht und ich knall dich nicht an. Du bist also mein Aufpasser. Wenn du es so nennen willst, schön. Slyro ist hinter dir her. Da kannst du Schutz gebrauchen. Was ist Slyros Problem? Er hat ein ganzes Syndikat. Was schert ihn ein gestohlenes Schiff? Du bist bei ihm eingebrochen in seinen Tresorraum und du hast sein Schiff gestohlen. Slyro will, dass du und deine Auftraggeber verschwinden. Für immer. Mit meiner Hilfe lebst du vielleicht lang genug, um den Auftrag dieses Mal abzuschließen. Aha. Dann, komm mir nicht in die Quere, ja? Also, los jetzt. Na schön. Wann immer du bereit bist, Kay Vass. Na
Na schön, dann legen wir mal los. Dein Hyperantrieb ist offline. Oh ja, dieser NAV-Computer löst das Problem. Kannst du ihn für mich einbauen? Na schön. Kaum möglich, ohne ihn eine Crew zu rekrutieren. Ach ja, die Crew. Ich kenne einen Droidenschmied auf Akiva. Woher bekommen wir den Rest? Jalen hat eine Liste mit Kontakten dagelassen. Ich habe ihre Koordinaten berechnet. Wenn du deinen eigenen Droidenschmied rekrutieren willst, sage ich ihm das. Ansonsten gibt's da noch einen Schläger, den wir auf Tatooine anheuern können. Und eine Tresorknackerin auf Kijimi. Da würde ich anfangen. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Der Hyperantrieb ist gleich online. Komm rauf.